Wir sind am Stand von Pirelli. Und wofür steht Pirelli eigentlich? Was macht sie? Die Pirelli steht im Wesentlichen, es ist ein Menschentrainingsprogramm, wie man die Bedürfnisse des Pferdes verstehen kann und ein systematisch mit dem Pferd ein Gespräch führen kann. Dafür ist Pirelli. Es ist fast ein bisschen schwierig, in Worte zu fassen. Mhm. Vielleicht ganz kurz, Beziehungstraining Mensch-Pferd. Also Kommunikation zwischen Mensch und Pferd ermöglichen. Richtig, genau. Dass man versteht, was das Pferd einem sagen will und dass das Pferd versteht, was wir ihm sagen wollen. Ganz richtig, genau. Okay. Es ist wirklich der Dialog, dass ich dich verstehe und du mich, dass es nicht dieses One-Way ist. Ja. Und da ist es halt, also das gibt es ja viel, das gibt es ja überall, oder? Es ist ja in Wirklichkeit, möchte das ja jeder. Pirelli kann vielleicht anbieten, wirklich ein Konzept vom Anfänger bis zu einem recht hohen Level. Das ist wirklich, dass man ein System hat, wo man Stufe für Stufe entlang gehen kann. Das heißt, man kann das, egal ob man jetzt Dressurreiter, Reitanfänger, Westernreiter oder was auch immer ist, kann es jeder anwenden. Genau, richtig. Auch ein Anfänger, oder weil wir haben auch viele Reitanfänger, die sagen, ja, ich reite, das gefällt mir ganz gut, aber ich weiß gar nicht, was das Pferd sich denkt und ich will mir ein bisschen besser verstehen. Das fängt da an. Wenn man Leute aus dem Sport hat, die interessiert das ganze Konzept manchmal nicht, aber die wollen ein Problem lösen. Mhm. Auch da können wir gute Dienste leisten, weil wir Ursachen verstehen, lernen. Und dass man, wenn man das Pferd liest und ein bisschen versteht, was die Problematik ist, was sagt er denn eigentlich, oder? Wenn ich dich fragen kann, was sagt denn der? Es funktioniert so nicht, der springt nicht. Okay, aber warum springt er nicht? Wenn ich da ein bisschen hinter die Kulisse schauen kann, dann kann ich anfangen zu helfen. Und das ist zum Beispiel im Pferdetraining, jetzt bei mir persönlich, ist sehr, sehr wichtig und sehr, eben, ich weiß, dass wir Sportpferde trainieren. Mhm. Da braucht man das auch. Genau. Und wie wird einem das beigebracht? Gibt es da Einzelstunden oder so Seminarwochenenden? Wir sind total individuell. Wir können Einzelstunden machen. Mhm. Das macht hier und da Sinn, wenn man wirklich ganz gezielt ein Problem ansprechen mag. Für den Anfänger oder der sagt, mich interessiert das alles so ein bisschen, ist die Einzelstunde, bumm, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, oder? Mhm. Und das heißt, da haben wir Kurse. Kurse in Form von Wochenendkursen oder Wochenkursen. Und das Schönste ist ja, wenn man sich auch Zeit für diese Beziehung nimmt mit dem eigenen Pferd, ein bisschen weg vom Alltag, weil wir haben alle eine stressige Zeit und dann, da muss ich schon wieder. Und dann kann man sich manchmal nicht so die Ruhe nehmen, die es vielleicht bräuchte, weil wir sagen ja Mensch und Pferdetraining. Das heißt, wir haben unsere Muster und wenn man meistens agiert das Pferd so, wie unsere Muster auch sind. Mhm. Und wenn wir da anfangen, auch bei uns ein bisschen herum zu schauen, wie tue ich denn eigentlich, dann brauchen wir auch für uns die Zeit und die dürfen wir uns ruhig einmal nehmen. Wie wenn wir mit unserem Mann oder Frau auf Urlaub fahren, dann lernen wir uns wieder ein bisschen tiefer kennen. So fahren wir mit dem Pferd einmal auf Urlaub und lernen uns da tiefer kennen. Und die Seminare oder so, das geht nur, wenn man ein eigenes Pferd hat, oder? Nein, auch das. Nein, wir sind so flexibel. Nein, auch da, wir haben Leibpferde. Das ist nicht überall, aber fast jeder Instruktor kann irgendwo ein Leibpferd zur Verfügung stellen, wo man dann auf jeden Fall die ersten Schritte mal machen kann. Das erste Wochenende, die erste Woche. Weil das ist doch, jeder hat nicht gleich ein Pferd und die Leute sind trotzdem interessiert. Jetzt haben wir am Hof zum Beispiel bei mir, haben wir auch Leibpferde zur Verfügung, wo wir den Leuten die Möglichkeit geben können, auch ohne eigenen Pferd mitzumachen. Und am Stand, habe ich gesehen, habt ihr auch noch ein paar Produkte, das sind so die Tools für Pirelli. Was ist da so quasi das Bestverkaufteste oder das Wichtigste? Das, was die meisten Leute wahrscheinlich glauben, ist das Knotenhalfter. Also das ist Pirelli. Wobei, man muss ja sagen, natürlich, man verwendet Werkzeug. Den kompetenten Handwerker erkennt man aus seinem Werkzeug, oder? Mhm. Jetzt ist es aber nicht das unbedingt einzig Wichtige. Also nicht jeder, der jetzt ein Knotenhalfter hat, ist unbedingt gut unterwegs. Das sage ich gleich ganz deutlich dazu. Aber man kann die Dinge schon noch gut verwenden. Genauso wie eine Trense nichts Böses ist. Wir haben Trensen zum Verkaufen, aber es ist nicht unser Hauptprodukt, weil das hat die restliche Messe. Genau, wir haben Knotenhalfter in unterschiedlichen Größen, dass die auch wirklich für das Pferd passen. Natürlich auch in unterschiedlichen Farben, muss ja zur Ausrüstung passen, ist ja nicht auch so. Stimmt, ja. Die Seile, dazu passen dann auch die Stöcke. Die Seile sind auch, da gibt es halt vom Biss, wenn ihr dann, da gibt es halt Qualitätsunterschiede. Mhm. Oder? Wie schwingt das Seil, wie viel Leben hat das Seil? Und das sind Yachtleinen, die haben einen Kern, die haben außen einen Mantel, das macht ein bisschen einen Preisunterschied. Aber ich kann nur jedem empfehlen, wer in dem Fall billig kauft, kauft teuer. Mhm. Schaut auf die Qualität der Sachen, dass die wirklich, wie zum Beispiel die Springkraft dieser Seile, wenn die zurückfedern, hat das einen Mantel, wie ist das da verarbeitet? Es zahlt sich aus, da ein bisschen, zuerst ein bisschen mehr zu zahlen, dann habt ihr länger Freude damit. Okay, super. Ja, was haben wir noch? Wir haben Bareback-Beds, auch etwas, was sehr
Die Leute wollen ihre Pferde oft spüren. Was gibt mir das Pferd als Reiter? Mhm. Sattel ist super und braucht man auch. Aber manchmal ist auch das Bareback-Bett eine super Alternative, wenn man das Pferd einmal ohne irgendwas reiten mag, um mehr Gefühl zu kriegen und auch, dass das Pferd mich besser und unverfälschter spürt. Und da gibt es diese Bareback-Beds. Das ist ein Rauleder, unten so ein medizinischer Filz, ist wunderbar mit der Zeit, hat man wirklich einen guten Kontakt und man wird nicht schmutzig, wenn das Pferd schwitzt, mhm. Nummer eins, und man rutscht nicht ganz so leicht runter wie vom Pferd. Ja, genau. Ist und für unsere Gästen, oder, die da auch gern mitmachen, sind die Bareback-Beds auch super, weil dann brauche ich keine Steigbügel einstellen und so, sondern hauen sie auf und haben einen Spaß. Ja, super. Ja. Danke für die Präsentation. Bitte danke sehr.